Hier sprechen wieder Miu. Hallöchen. Und Ustra. Zu einer weiteren Folge Harvest Moon, Back to Nature. Hallo Karin. Ich fühle mich wirklich nicht schwanger, obwohl mir immer noch übel ist. Ja, das kenne ich. Meine Mutter sieht aus. Sagt, ich sehe aus wie eine Mutter. Ja. Hat dich das verwirrt? Das hat mich jetzt irgendwie verwirrt, ja. Ah, okay, ich hab's geschafft. Wir waren unterwegs, um eventuell nochmal zu kontrollieren. Heute ist nicht Dienstag, oder? In-game. Doch, natürlich ist heute auch Dienstag in-game. Es ist nichts gekommen. Und was heißt das, wenn Dienstag in-game ist? Der Laden hat geschlossen. Genau, und wir können nicht kontrollieren, ob wir irgendwie die Spinatsaat bekommen. Wer denn weiß, wo wir die kriegen, der soll uns Schreibt das es doch in sagen. Die Kommentare. Ich wollte das sagen. Ich will nicht, dass du alles sagst. Nee, du darfst es auch gerne sagen. Du darfst nur nicht so aufdringlich sein, okay? Okay. Das ist sehr wichtig. Wir müssen diskret sein. Die Leute müssen sich geborgen und wohlfühlen. Und dafür darfst du die halt nicht so... Du musst sie bemuttern. Ach lieben, so. Streicheln. Ich dachte bewundern und ich hatte Mach so was große zu essen. Augen. Ich bin immer näher der Kamera gekommen und plötzlich war ich in ihr. Schatz. Auf einmal warst du einer von ihnen. Von den Zuschauern da draußen. Ich muss dir was sagen, ich bin auch einer von ihnen. Oh Mann. So. Wir müssen kaum was tun, denn wir müssen nicht gießen. Wir können pflücken. Wir können die Folge direkt beenden. Und wir können den Zaun abpacken. Nee, das mache ich nicht, wenn es regnet. Lohnt sich nicht. Nee, dann gehen die wieder kaputt. Ja, ich dachte nur, die kaputten Zäune wegmachen, nicht, Nee. Das könnte man machen, nee, aber... Nee, dann hätten wir was zu tun. Ja, das können wir machen, okay. Da hast du natürlich recht. Ich will natürlich nicht die ganze Zeit auf der faulen Haut liegen, aber Harvest Moon, um mir ein bisschen die Eier kraulen hier beim Aufnehmen. Das geht natürlich nicht. Man muss sich schon anstrengen. Also ich kraul mir immer die Eier beim Aufnehmen. Entertainment-mäßig muss man sich ja anstrengen und natürlich auch, dass das vollständig was wird vor der Kamera. Ich kraul mir aber immer die Eier beim Aufnehmen. Ich weiß und deswegen sind die Aufnahmen meistens auch schlecht und ich schneide durch die Hälfte der Folgen raus. Das stimmt gar nicht. Das ich bin stimmt. Wundervoll. Und ich habe gar keine Eier. Ich habe höchstens Eierstücke. Das ist mir sowas von gleichgültig. Kann man sich aber nicht kraulen. Hör jetzt auf mit dem Thema. Und manche würden behaupten, das kann man sich auch kraulen. Hör jetzt auf mit dem Thema. Ich möchte die Waldergebnisse pflücken. Die Waldergebnisse? Es steht 1-0 für Baum 3. Na und Erzeugnisse halt. Mein Gott, das ist doch langweilig. Nicht hinten drauf, das ist gefährlich. Mann, es ist fucking kalt, es ich dachte, ist regnerisch. Das macht man. Es ist, wenn sich jemand verschluckt und hustet. Nee, eben nicht, weil das dann immer weiter reinrutscht anstatt raus. Du musst ihn direkt umdrehen und dann quetschen. Du musst ihn einfach umdrehen. Das klingt so komisch, Alter. Ja, es ist aber so, wenn du mal Kinder drehen hast, direkt umdrehen um und quetschen. Ja, umdrehen also als ich Babysitten war, habe ich immer geklopft. Ja, und dann sind die meisten davon gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Nee, du hast nicht die ganze Geschichte erzählt, oder? Nein, ihr ging's wunderbar. Genau. Außer dem kleinen Timmy. Ich hab nie einen Timmy betreut. Kennst du nicht den kleinen Timmy? Nein. Tiny Tim? Tiny Tim Kenny. Und wo ist der? Aus Markiplier's Box. Nee. Nein, der ist aus Amnesia. Nein. Warum? Weißt du nicht, wer Tiny Tim ist? Tiny Tim ist die Box von Markiplier. Nein! Tiny Tim ist der fucking kranke Junge so, von dem Mitarbeiter bei Scrooge. Also von der Weihnachtsgeschichte. Ja, von der Weihnachtsgeschichte, stimmt. Da, normalerweise sollte das jeder wissen. Außer Miu. Ich weiß, dass ich kenne die Weihnachtsgeschichte. Oh, ich dachte, du spielst darauf an. Das sag ich jetzt 10 Mal. Halt die Klappe. Weil das auch ein kränklicher Junge ist. Deswegen habe ich das gesagt. Darauf habe ich deswegen angespielt. Richtig. Ja, und ich dachte, du spielst auf deinen Lieblings-Let's Player an. Und deswegen habe ich das gesagt. Nein, tue ich nicht. Außerdem bin ich selber ein Teil hiervon. Ich habe keinen Lieblings-Let's Player mehr. Ich bin YouTube. Nämlich. Ist okay. Sag es. Du bist YouTube. Sisse. Du bist die Welt. Sag das bitte auch. Danke. Nein, nicht das, das andere. Ach so. Ja, das. Dankeschön. So. Nachdem du irgendwann nach 10 Stunden die Hühner gefüttert hast... Geht da doch mal nicht so. Ich hab halt Stress und ich chill viel und so. Oh Mann. Du hast Stress, weil du viel chillst. Das ja, ist genau. Verständlich. Jetzt bin ich wieder müde und jetzt muss ich mich auch mal wieder hinlegen. Tut mir leid. So, 4 Minuten Folge. Ja, sehr gut, da können wir zweimal sicheln da vorne, hast du gesehen. Das dauert für mich schon 2 Stunden. Ja, wir können aber nicht immer sicheln. Ja, dann hol die Waldergebnisse. Die Wald er... Zeugnisse, ich weiß. Der Wald erzeugt das? Wirklich? Ja. Ist das nicht Ertrag? Nein, er erzeugt es auch.
Na gut, okay. Dann sind es halt bald Ertragzeugnisse. Erzeugnistrage. Ich finde Erzeugtragnisse besser. Erzeugtragnisse, okay. Alles klar. Wortneufindung und... Haha! Alter Mann! Warum sage ich haha, wenn ich ihn will? Hey, sagt auch Hallöchen! Hallöchen, ich suche Bäume, um Holz zu schlagen, was zu essen auch. So, verstecken sich die Bäume vor dir oder warum suchst du die? Ich meine, du musst im Wald doch keine Bäume suchen. Ich suche Bäume. Und ich suche Essen, aber das pflückst du immer weg. Aber ja. Ich bin gerade vorher da gewesen und trotzdem liegt das ganze Essen einfach rum. Weil, ja, das ist halt problematisch, weil er ist halt voll der einsame Typ und so. Ja, weißt du, wie man kocht? Der hat keinen Fernseher für den Shopping-Kanal. Kein Lebensstil. Er hat nicht mal einen Topf. Das heißt, ja, er ist ziemlich im Arsch. Ist nicht so schlimm. Und wir müssen ihn eigentlich immer viel bekochen. Jetzt hör auf, da rumzubaggen. Und, wir könnten ja Trüffelreis mal für ihn machen. Wir können keinen Trüffelreis für ihn machen. Weil du jede Folge willst, dass ich zu irgendwelchen scheiß Trüffelreis mache. Es gibt doch keine anderen Rezepte. Nö. Mach doch nochmal Trüffelreis. Wie wär's, wenn du Trüffelreis machst? Wir haben nie Trüffelreis gemacht. Trüffelreis? Natürlich haben wir das gemacht. Woher willst du das wissen, dass es überhaupt gibt? Nein, also wir haben, ja, letztes Jahr haben wir das gemacht. Aber wir haben das dieses Jahr noch nicht gemacht. Tja, weil du jede Folge sagst, oh, wie wär's denn heute mal mit Trüffelreis? Weißt du, das alleinige, die ganze Zeit darüber reden, hört mich schon ab. Ich hab schon keinen Bock mehr auf Trüffelreis. Weil ich höre so viel von Trüffelreis, dass ich keinen Bock mehr auf Trüffelreis hab. Kennst du das? Das ist wie jeden Tag dein Lieblingsessen essen. Nach zwei Wochen sagst du auch, nö, leck mich. Nö, einfach nein. Nö. Und so ist das genau mit deinem Trüffelreis. Möchtest du noch ein bisschen Trüffelreis? Nein, ich möchte keinen Trüffelreis. Möchtest du dich noch weiter drüber aufregen, oder? Nee, es ist okay. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was ich meine. Bist du ein Choleriker, ne? Ich will dir doch nur deutlich machen, was du verstehen sollst. Versteh das. Du kannst nicht einfach sagen, Trüffelreis. Dann hab ich keinen Bock mehr auf Trüffelreis. Dann mach ich den nie wieder. Ja, dann mach Spinat. Ja, darf ich nicht. Oder gekochtes Ei. Nee. Fruchtsaft. Vielleicht mach ich nochmal Trüffelreis. Nee, halt die Klappe. Ich will doch Trüffelreis haben. Nee. Doch, ich mach jetzt Trüffelreis. Nö. Fertig ist. Der Trüffel lasse ich jetzt da drin. Ich behindere dich jetzt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du behinderst. Was? Warte mal, mein strahlendes Lächeln rettet das den Tag. Da du deine Zähne überhaupt nicht zeigst, das ist... Hey, das ist meine Arbeit! Nee, das ist meine Arbeit! Ostra, hör auf! Hör auf! Oh, ich muss mich schon leicht am... Oh nein, okay, ja, ich gehe doch eben nach den Kühen, okay? Und dann darfst du gerne deiner Arbeit nachkommen. Ich wollte dir nur zeigen, dass du noch etwas zu tun hast in dieser Welt. Und dass du ein wichtiger Teil dieser Welt bist. Dieser Harvest Moon Welt. Ich weiß. In der auch du etwas beitragen kannst. Danke. In der sogar du etwas beitragen kannst, meine ich natürlich. Entschuldigung. Ich hab mich vertan. Manchmal muss man seine Wut an anderen Dingen... Die Gerdel, die fällt heute ziemlich aus der Haut. Die haben alle die gleichen Flecken, die Kühe. Das finde ich so ein bisschen... Man hätte wenigstens andere Kuhskins machen können. Das ist ja widerlich. Eine schwarze Kuh, eine braune Kuh, eine weiße Kuh. Ja, weiß nicht, oder mal wenigstens andere. Guck mal, die sind identisch, das ist Zwillingskühe. Ja, wie jede andere Kuh. Ein Eich. Ja, eineiige Zwillingskühe, die 5 Monate später geboren sind. Ja. Hallo Freddy, alles klar bei dir, du alte Nuss, du? Das ist doch jetzt auch vorgekommen. Haben wir doch jetzt gesehen. Weg. Das eineiige Zwillinge, das eine ist 3 Monate vorher oder so zur Welt gekommen. Ja. Ach ja, wegen ja. Ach, das passiert alles. Heutzutage ist alles kein Problem mehr. Kannst auch Zwillinge im Glas oder so. Ist kein Ding. Ja, eigentlich ist es noch nicht mehr problematisch. Such dir die Augen aus dem Glas aus. Ach, guck mal, das ist der kleine Aru. Oh, er ist so niedlich. Ja, ne? Mhm. Ein schönes Schaf im schönen Gold. Entschuldigung. Ich wollte dich eigentlich noch striegeln und bürsten, damit du auch schön lieb bist. Da ist Babykuh. Ich weiß, dass das eine Babykuh ist. Die ist so süß. Wir haben schon ganz schön viel Milch, muss ich ja mal behaupten. Willst du wieder rumzetern und meckern? Du hast echt an Regenwettern nichts anderes zu tun, oder? Ich bin froh, dass wir schon so viel Zeug haben. Na, ich meine, weil du nur wieder sagst so... Klang ich jetzt erschöpft? Ich bin auch ein Farmer, ich bin natürlich den ganzen Tag erschöpft. Guck mal, ich stehe um fucking 6 Uhr morgens auf, oder weiß ich nicht, wann der aufsteht. Normalerweise steht er ziemlich früh, spät auf, muss ich mal sagen. Ne. Normalerweise stehst du so um 4 auf, um Kühe zu melken, aber... Ne. Nein? Dann halt nicht. Wenn du das schon wieder besser wissen meinst, besser zu wissen, meine dann Oma ist und dein das Opa halt sind so. Um 5 aufgestanden. Ja, aber er steht um 6 auf. Ja, ist auch okay. Ach, das ist für okay. Die faulen Bauern. Ja.
Hast du bei mir was anderes erwartet? Nee. Deswegen sage ich das auch nur drei. Wir machen nur dreimal die Woche Harvest Moon Folgen. Natürlich sind wir faule Bauern. Das ist so. Das ist nicht faul, das ist schon sehr ehrgeizig. Warum? Für das, was bei Harvest Moon ehrgeizig ist. Ehrgeizig ja jeden Tag. Apropos jeden Tag, man könnte mal wieder was machen, was ich jetzt nicht ansprechen will, weil sonst wieder alle Leute ausflippen. Hör auf. Aber es wäre auch mal wieder eine Idee. Jetzt, ja, wir, wunderbare Idee. Ja, wunderbar. Jetzt, wo wir Racketeer fertig gemacht haben. Wir können ja mal drüber reden. Und die, jeder, der jetzt noch kein Racketeer geschaut hat, sollte das tun. Das ist sehr witzig. Da ist nämlich die Mio am Controller. Das ist immer witzig. Und das ist nicht nur witzig, das ist auch cool. Macht auch Spaß. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Geiles Projekt. Ist schon komplett fertig, also könnt ihr euch da mal einen Nachmittag mit komplett auseinandersetzen. Wie gesagt, ist ein geiles Teil. Und wenn ihr das fertig geschaut habt, sagt uns Bescheid. Dann können wir dieses andere machen. Das mit Harvest und Woche. Nein. Fertig. Hör auf, du hast schon wieder alles verdorben. Nein, ich habe nicht alles verraten. Ich habe nur das Vorder- und das Anfang und das Ende verraten. Du hättest HW sagen sollen. Eine HW. Hör auf. HW. Hör auf. Das Heimweh. War's. Heimweh. Mehr wollten wir eigentlich auch nicht sagen. Das wäre natürlich eine geile Idee. Mal wieder. Aber erst Racketeer. Dann HW. Nachher kochen. Trüffelreis. Leichte Abweichung probieren? Nee. Nein. Trotzdem zubereiten. Was heißt trotzdem? Habe ich keine Messer? Habe ich keinen Reis mehr? Habe ich irgendwas fehlt? Fertig. Er sieht so wunderbar aus. Das sieht lecker aus, ne? Und wir bringen es zu ihm, dann darf die Mio sicheln. Wie heißt denn er? Gott. Sehr gut. Und was machen wir bei ihm? Essen vorbeibringen. Warum? Weil er einsam ist und Hunger hat. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und deswegen sollte man ihn dann auch füttern. Sehe ich genauso. Du hast voll. Oh, da kommt das Flugzeug. Hier, Gott sei Dank. Schöner Papa machen. Ich hasse Leute, die das machen. Ich glaube, wenn man selber Kinder hat, wird man das später auch machen. Aber irgendwie hasse ich es trotzdem, wenn man so Eltern sieht. Das war. Jeder, der das macht, ist wirklich. Nein, also nicht Happa Happa, aber das mit dem Flugzeug. Wenn oh, danke schön. Ich. Ja, das reicht auch schon an. Hallo, wie geht's? Treibhaus, ich will noch ein zweites bauen, bitte. Du kannst aber nur ein Treibhaus haben. Dann biete mir das doch nicht an. Wie wäre das denn? Vielleicht ist das Treibhaus, wo du mit Karen, ne? Ah, ne, das ist das andere. Liebe machen kannst. Nee, das haben wir doch schon. Liebe machen ist fertig. Ich weiß zwar nicht wie, auf magische Art und Weise. Du hast ja oft genug gute Nacht hat gesagt. Sich mein Samen wohl ins andere Bett verirrt. Nicht deiner, über Nacht. Jack. Ich glaube, das kam dadurch, dass du sie nachts einfach geweckt hast. Ey, Karen. Hallo? Hey Karin, hallo, ich kann nicht schlafen. Gute Nacht. Das ging so. So war das. Damals. Und damals. Was tust du da? Ich mach das wieder schön halbwegs. So, ein Idiot. Das ist auch kaputt da unten. Was ist denn wieder für ein Idiot? Du bist immer nur Idiot, 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 Idiot. Du kannst nichts anderes sagen, ne? Idiot. Weißt du, als ob du mal irgendwas Nettes zu mir sagen würdest? Idiot, 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 Idiot. Idiot, 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 Idiot. Das ist eine kleine Zicke, ne? Also, muss ich schon sagen. Was ist los? Hast du deine Periode? Nee, hab ich nicht. Ustras halt. Ja, nee, es ist halt in-game Dienstag an einem Dienstag. Das ist einfach. Jetzt warte doch mal 5 Sekunden, bevor jeder Dinge rausreißt. Ich halte das mein Gott. In der Hand. Ey, das ist ein Penner. Langsam verliere ich aber den Geduldsfaden mit dir. Verzeihung. Ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Wir haben auch ein 3-Mann-Projekt vielleicht vor. Ein lokales 3-Mann-Projekt. Das wär auch witzig. Haben wir. Dann machen wir mit Facecam auch, ne? Weiß ich noch nicht. Dann so richtig chillermäßig. Wenn es klappen würde. Das wäre fett, oder? Das wäre auf jeden Fall fett. So ein bisschen couchmäßig. Oh yeah, oh yeah. Es ist ein harter Tag. Ja, es ist ein harter Tag. Dienstag. Ich darf mich nicht aufregen. Spielst du normalerweise Harvest Moon mit Auto-Aim oder was? Was passiert hier? Heute ist wieder ein schlechter Sicheltag für mich. Ich sag das ja nur mal. Aber es ist wieder abends. Hey, wir haben was Gutes geschafft. Wir haben den Abend erreicht. Gib mir das. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Und wird wahrscheinlich auch wieder ein PS1-Titel. Dieses Drei-Mann-Projekt. Gibt's ja nicht so viele wahrscheinlich. Nee, es gibt auch nicht so viele 3 Männer. Das stimmt. Also,
Mit drei Spielerinnen und Spielern werden wir lokal wieder ein PlayStation-Spiel anfangen. Das wird sehr witzig. Mal gucken. Ja, wird super witzig. Guck mal, wir haben den Abend erreicht. Ja, müsste noch in die Schenke gehen. Wenn die Mondtour nämlich rum ist, das ist ja jetzt, nächste Woche ist ja montags und mittwochs Termine frei. Und dafür haben wir uns, wie gesagt, was Besonderes überlegt. Habe ich aber auch schon im Vlog angekündigt, welches ihr auch in der Videobeschreibung findet, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und die Random Show findet ihr da auch, weil ich hab das einfach mal. So ist es. Da bin ich ausgebrochen aus dem Gefängnis. Das war sehr witzig. Verrat doch nicht immer alles. Bei dir ist immer Spoiler-Alarm. Ich sag doch nur, dass ich das geschafft habe. Ich sag doch nicht wie. Ist okay. Ich sag doch nicht, dass ich mit meiner Genialität einfach mal. Das ist wie wenn du ein Buch aufschlägst. La 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 la. Und du schlägst hinten die letzte Seite aus. Ach, ja. So war das. Okay, schön. Ja, er hat's geschafft. Mich interessiert eigentlich auch nur das Ende. Oh nein, nicht dieser Rick. Dieser Rick. Rick? Rick. Rick. Er sieht sehr ungepflegt immer aus, ja. Guten Tag. Hallo. Dieses Dorf und ich haben eine lange gemeinsame, ach nicht sehr schon wieder, eine Geschichte. Ich fotografiere jetzt hier in der Gegend schon seit 20 Jahren. Alter, ich will zeigen, wie Menschen und Tiere zusammenleben. Der Bürgermeister unterstützt meine Arbeit wie sein Vater, der Bürgermeister vor ihm. Ich will das nicht. Na, bist du denn mit der Arbeit schon fertig? Boah, ich hasse den. Ja, ich bin mit der fucking Arbeit fertig. Weißt du warum? Geh, weil es ein Regentag ist. Ihm. Ein Regentag. Ein verdammter scheiß Regentag. Und ich weiß, was da drin ist. Da muss ich nicht gießen. Ich weiß nicht, was heute mit ihm los ist. Oh, hallo Ostra, komm rein und lass dir es gut gehen. Und weißt du was? Ich halt deine die Klappe, Alte. Halt die Klappe. Du ruinierst Harvest Moon. Es ist ein schönes, harmonisches Spiel gewesen. Und weißt du, was du machst? Das gefällt niemandem. Niemand möchte sowas sehen. Hör auf damit. So. Jetzt habe ich es Ostra aber gegeben, ey. Ich versuche nur Entertainment zu bringen. Ich versuche lustig zu sein. Ich habe Arbeit gefunden, also bleibe ich vielleicht eine Weile hier. Ist alles gut? Nein, ist nicht gut. Was ist los? Ich soll die Fresse halten. Und das mache ich jetzt auch. Du pustest mir ins Gesicht. Ich hätte noch Traubensaft essen sollen. Weil ich jetzt so ein Wohlhabender bin. Guten Tag, Sir. Ich hätte gerne... Ja, ich will gerade meine Bestellung aufgeben, Sir. Bitte reden Sie mir nicht rein. Ich möchte ein Traubenlikörchen. Dankeschön. Ich bin jetzt einer von den Edelbauern. Höchstens eine Edel-Nutella. Komm nicht so angewidert. Ich meine, weißt du, wie du dich aufhörst, wie so eine kleine Attention Whore? Das ist mein Kanal! Ich darf eine Attention Whore sein, so viel ich will! Okay? So, wunderbar! Außerdem, es geht doch um fucking Harvest Moon! Und wir machen so geiles Harvest Moon schon seit... eineinhalb Jahren. Und ich kann auch mal zeigen, dass dieses Projekt nicht nur gibt, weil es dieses Spiel gibt und weil es... diesen Jack gibt, mit dieser blauen Mütze, die er jeden Tag dieselbe anhat. Nein, es geht auch um diesen Mann hier. Und um diese Frau. Und um euch da draußen. Und wir sind alles Attention-süchtig. Natürlich. So, und du bist doch einer von ihnen. Wenn du mir jetzt ins Auge gestochen hättest, weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte dir auch zurück ins Auge gestochen. Dann wäre das ein ganzes Blätter geworden. Harvest Moon Blätter. Ostra, gute Nacht. Sehr gut. Gute Nacht auch an euch. Oder schönen Abend noch. Schönen Tag, schöne Woche. Bis nächste Mal. Ciao. Ciao.